Die beiden Wegelagerer, denen ich in der letzten Folge geholfen habe, die haben mir die Brunhilde nicht gegönnt. Meinen Gefangenen mit dem Lasso-gefangenen Zombie. Gut, brauchte ich sowieso nicht, aber... Die hätten mich fast erschossen, nur um diesen Zombie zu erschießen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut es euch an. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Red Dead Redemption-Freunde. Ich brauche immer noch einen Zombie, der Phosphor spuckt. Und hier ist wieder eine Zombieherde. Und da sind Zombies. Die spucken mich doch schon mal an. Ich habe mir schon einen Plan auserkoren und es scheint wohl zu funktionieren, wa? Fangen und wegreiten aus der Herde. Aus der Meute. Jetzt kann ich absitzen und fesseln und dann hoffe ich mal, dass er nicht verbrennt auf meinem Pferdchen. Und ich hoffe auch, dass die Zombies, die da hinten sind, nicht hierher kommen. Oh, das dauert mir viel zu lange hier. Geht das nicht ein bisschen schneller? Und wo ist mein Pferd? Dass er immer woanders sein muss. Unglaublich. So, jetzt drauf. Ha! Da ist gerade gesehen, das ist hier hohl. Es brennt nicht ohne Grund. Biogase. Die brauchen auch Platz. So. Wo bin ich jetzt? Da oben? Wo muss ich hin? Da runter. Okay. Ach, ich doof. Und vorwärts. Er brennt zum Glück nicht. Und ich befinde mich hier bei Tumbleweed und ich reite hier die Zombies, die mir im Wege stehen, um. Du da. Ja, diesen Zombie braucht ja der Mr. McKenna, damit er einen Horrorfilm drehen kann. John zweifelt zwar am Verstand von Mr. McKenna, aber er hilft trotzdem, wo er nur kann. Finde ich gut. Finde ich super. So. Und schon sind wir in Rio Bravo. Ihm helfen? Nee. Ich habe keine Zeit. Ich kann mich nicht um alle Kleinigkeiten kümmern. So, letzte Kurve. Und wir sind da. Mr. McKenna. Mein Freundchen. Wo bist du? Da. Drehst schon wieder einen imaginären Film, oder was? Aber ich will nicht aufsitzen, ich will den tragen. Falschen Knopf gedrückt. Er träumt schon wieder von Paris. Ja, in Paris werden sie es lieben. Oh, Mr. Marston, ich sehe, die Kunst hat sie in ihren Bann geschlagen. Die Dummheit wurde ja. Ich weiß, dass Sie schätzen, Sir. Sind Sie bereit, bei der Kreation von Magie dabei zu sein? Wenn Sie meinen. Wunderbar. Geben wir dem Star die erste Szene. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wunderbar. Da sieht großartig aus. Alles großartig. Filmgeschichte, mein Freund. Wir schreiben Filmgeschichte, wahrlich. Schneidet die doch jetzt nicht los, oder was? Ihr werdet groß rauskommen.
Macht was Interessantes jetzt und Action! Zombies, los! Menschenfleisch essen, genau, genau! Ich ahne schon was! Hilfe, Masten! Genau, Menschenfleisch. Wir haben Hunger. So bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als mich selbst zu schützen hier wieder. Patsch, patsch, den Arm. Kopf, den ich eben gerade. Der ist richtig explodiert. Von dem ist ja gar nichts mehr da. Hi. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich habe ja diese... mein Pferdchen erstmal. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Seth. Und wieder geht es durch die endlose Prärie. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, und auch wenn ich mich zigmal wiederhole, ich finde das Pferd Krieg einfach nur optimal, einfach gigantisch. So von den Effekten her, von den Flammeneffekten her, und wenn dann der John dann auch noch mit seiner Fackel in der Hand reitet, prima. McFarlane Ranch. Hier habe ich doch die Schatzkarte. Genau, und da ist nämlich, bei dem Haus stehen wir jetzt. Da geht es da hoch, und wenn die Bahnschienen sich kreuzen, geht es geradeaus weiter, und den Schatz hole ich mir jetzt. Ich weiß zwar nicht, woher ich diese Schatzkarte habe, wann ich die bekommen haben soll. Aber ich hab's und ich finde es erst großartig. So, und hier ist die Kreuzung, und hier muss ich gerade ausreiten. Wenn ich denn schon mal durch die McFarlane Ranch komme, dann hole ich mir auch sofort den Schatz. Meinen Schatz. Mal schauen. Ach ja, da muss ich hin. Ich markiere mir mal vorher. Ja, wenn dieser Mr. McKenna da die Zombies da in einem Käfig aufeinander oder sich am Käfig gehalten hätte oder wenigstens so angebunden hätte, wie ich das auch schon gesehen habe von anderen, die Wegelager, wo der Mann seine Frau angebunden hält, die Frau ist ein Zombie, muss ich mal schauen. Ich bin aber genau richtig. Dann könnte er noch leben, aber so ein Action-Freak, der geht dann natürlich voll aufs Ganze und muss mit seinem Leben dafür bezahlen. Und hier bin ich schon. Und da
Da! Freunde, seht ihr das? Da ist er, der Schatz. Vom Pferd abgestiegen. Das Pferd steht quasi drauf. Und jetzt ist es weg. Und John Marston kämpft sich durch Schnee und Eis um den Schatz zu bergen. Schatzsucher Level Teil 1. Erfolgreich gemeistert. Oh, der nächste. Da weiß ich nicht, wo das ist, aber ich denke mal, im Spiel wird sich das schon noch zeigen irgendwann. Irgendwo. So ein Haus, das ist ja nicht gerade. Ja, Freunde, das ist noch ein Rätsel. Ich dachte erst an Armadillo, aber wo soll da dieser Berg sein? Schauen wir mal. Was ist mein Pferdchen? Was? Mein Pferd konnte mich nicht finden. Wie offen soll das Gelände noch sein? Und hier hinten im Canyon, da funktioniert das, oder was? Okay. Und jetzt der Weg zurück zur McFarlane Ranch. Und dann denke ich mal ohne Umschweife zu Set, weil irgendwie muss man ja auch mal mit der Story weiterkommen. Das mit dem Schattenspiel hier, durch das Feuer, das ist einfach nur genial gemacht. Ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber sowas kann man einfach nicht oft genug würdigen. Es gibt viele schöne Spiele mit guter Grafik, es gibt auch viele Spiele mit einer weniger guten Grafik, um es mal human zu sagen. Das gefällt mir echt gut hier. Irgendwie habe ich auch immer den Eindruck, wenn ich hier lang reite, dass da irgendjemand mit mir spricht. Aber momentan ist hier... Vielleicht höre ich schon Stimmen. Oh. Ich helfe dir, mein Mädchen. Was bist du für einer? Wumm, Schädel weg. Hab's ja jetzt geübt. Ja. Dein Dank, Dame, begehre ich nicht. Wenn wir nicht zusammenhalten, wer dann? Außerdem muss man gegen die... Ich stehe da, da ist das Pferd weg. Ich laufe hierher, dann steht das Pferdchen wieder da. Unfassbar. So. Aber jetzt hoffe ich. Und immer, wenn ich hier lang reite, da sind auch die Burschen da, ne? Und jedes Mal ist da verstellt. Was soll das? Da muss ich hin. Set. Und während ich dahin reite, bereite ich mich schon mal auf Feierabend vor für heute. Und verabschiede mich für bis zur nächsten Folge. Und es hat mich gefreut, dass ihr euch das angeschaut habt. Und schaut auch die nächste Folge euch mit an, wenn John Marston auf der Suche nach einem Heilmittel gegen diese Zombie-Seuche ist. Also Freunde, bleibt sattelfest und gesund. Und ich kämpfe mich jetzt noch ein bisschen bis zu Set. Und Set sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.